Themen unserer Sendung Die Malediven, ein Paradies für Taucher und Sonnenanbieter. Entdecken Sie die Blumeninsel Madeira und reisen Sie mit uns in die bevölkerungsreichste Stadt der Türkei, nach Istanbul. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres aktuellen Reisemagazins Wellness Heaven. Ich möchte unsere Sendung wie immer mit einem Zitat beginnen. Aurelius Augustinus sagte vor 1500 Jahren, die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine einzige Seite davon. Beginnen wir heute mit den Malediven. Türkisblaues Wasser mit angenehmen 23 Grad, eine einmalige Unterwasserwelt und Palmenstrände, soweit das Auge blickt. Seien wir mal ehrlich, wer träumt davon nicht? Wir entführen Sie jetzt genau in ein solches Traumparadies, den Malediven. Die traumhaften Malediven, eine Inselgruppe im Indischen Ozean. Von den fast 1200 Inseln sind 220 bewohnt und 87 für den Tourismus freigegeben. Hier gibt es keine verbauten Strände, keinen Kampf um Liegestühle, stattdessen Meerblick garantiert. Das Leben hat sich einfach der Jahresdurchschnittstemperatur angepasst. Die liegt bei angenehmen 28 Grad und sorgt ganzjährig für Urlaubsstimmung. Hektik und Stress haben keine Chance. Eigentlich sieht man die Touristen hier gar nicht, weil sie fast immer mit sich selbst beschäftigt sind. Sie gehen schnorcheln, nachmittags faulenzen sie, lesen ein Buch oder genießen ganz einfach die Sonne. Aber auf den Malediven muss man nicht zwangsläufig faulenzen. Wer will, kann auch aktiv sein. Die Hotels bieten selbstverständlich jede Art von Ball- und Wassersport an. Die beste Reisezeit ist von Oktober bis März. Wenn in vielen Ländern Winter herrscht, kann man hier Sonne tanken. Manche behaupten, auf den Malediven gäbe es das beste Wetter und die klarsten Strände der Welt. Keine Wünsche bleiben offen. In den Hotelanlagen finden Urlauber alles, selbst wenn es das auf den Malediven eigentlich gar nicht gibt. Süßwasserpools zum Beispiel, Alkohol oder gar einen Pizzaservice. Jedes Hotel auf den Malediven hat das gleiche Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Jeder einzelne Nagel, jede Flasche Milch, einfach alles, was ein Hotel so braucht, wird aus dem Ausland hierher gebracht. Die meisten Sachen kommen aus Sri Lanka, das Fleisch aus Australien, einfach alles muss importiert werden. Wir leben hier im Hotel wie in einer unabhängigen Stadt, sind aber doch nur ein Hotel. Auch wenn es ums Tauchen geht, haben die Malediven viel zu bieten. Auf den touristischen Inseln gibt es Tauchbasen. Hier können selbst Anfänger die Unterwasserwelt erkunden. Das passende Equipment kann vor Ort gemietet werden. Die Malediven gehören zu den attraktivsten Tauchzielen der Erde. Die Tauchplätze sind sehr abwechslungsreich. Es gibt flache Korallengärten, aber auch rasante Steilwände. Man trifft auf bunte Fischschwärme, Schildkröten, Mantas und Rochen. Wer auf den Malediven ist, sollte sich das nicht entgehen lassen. Hier zu tauchen ist ein unvergessliches Erlebnis. Paradiesisch geht es weiter. Aufgrund seiner durchgehend frühlingshaften bis sommerlich angenehmen Temperaturen eignet sich Madeira besonders gut für einen Wanderurlaub, aber auch als entspannten Bade- und Tauchurlaub. Die Insel ist aber auch berühmt für seine exotischen Pflanzen, fantastischen Wasserfälle und gewaltigen Bergmassive. Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie einen unvergesslichen Traumurlaub. Madeira im Atlantischen Ozean. Als Anfang des 15. Jahrhunderts portugiesische Eroberer die Insel entdeckten, sahen sie nur schroffe Felsen und wagten nicht, an Land zu gehen. Erst 1419 setzten zwei portugiesische Ritter ihren Fuß an Land und fanden steile Hänge, tiefe Täler sowie eine undurchdringliche Vegetation. Zur Zeit der Entdeckung überzog ein dichter Lorbeerwald die Insel. Im 17. Jahrhundert blühte die Insel wirtschaftlich auf. Vor allem die Engländer trieben den Handel voran. Wohlhabende Briten bauten große Herrenhäuser mit prächtigen Gärten. Hier verbrachten sie den Winter. Heute werden viele der Villen als Hotels genutzt. Die Gärten aber stehen allen Besuchern offen. In den üppigen Anlagen wachsen exotischste Pflanzen. Die Besitzer hatten sie einst von ihren fernen Reisen mitgebracht.
Für Madeira gilt, der Boden ist fruchtbar und das Klima mild. Ideale Bedingungen für die Blumeninsel. Dichter besiedelt und besser erschlossen ist der Süden der Insel. Hier befindet sich auch das touristische Zentrum Madeiras. An der Südküste gibt es eine weitere Attraktion, die auf einen englischen Ursprung zurückgeht: das Korbschlittenfahren. Heute sausen nur noch Besucher mit den Schlitten durch die engen Straßen. Wer eher die Ruhe sucht, sollte sich von der Südküste ins Innere der Insel begeben. Hier ragte ein Bergmassiv bis über 1800 Meter in die Höhe. Die Gipfel liegen teilweise über der Baumgrenze. Die Bergkette teilt die Insel in zwei Teile, den Norden und den Süden. Auf Madeira herrscht das ganze Jahr über ein mildes Frühlingsklima, aber hier oben pfeift der Wind. Er treibt die Wolken gegen die Berge, wo sie sich abregnen. Der Norden ist daher sehr wasserreich. In steilen Kaskaden schießt das Wasser ins Tal und überwindet dabei bis zu 100 Meter Gefälle. In Madeiras Hochebene gibt es gleich mehrere Wasserfälle zu bestaunen. Der rau schöne Norden der Insel ist daher auch als Wanderparadies bekannt. Es ist nie zu spät für einen Neuanfang, denn Liebe kennt kein Alter. Finden auch Sie Ihren Partner bei 50plustreff.de. Partnersuche und Freundschaft, speziell für Menschen ab 50. Melden Sie sich noch heute an, kostenlos, auf www.50plustreff.de. In Tanjas Dorf gibt es keine Schule. Die Achtjährige arbeitet von früh bis spät. Bitte helfen Sie UNICEF, damit Kinder wie Tanja nicht mehr hart arbeiten müssen. Mit Ihrer Hilfe können Kinder wie Tanja in die Schule gehen. Werden Sie UNICEF-Pate für nur 10 Euro im Monat. www.unicef-pate.de, damit Kinder eine Kindheit haben. pkvtarif.info, Ihr Vergleichsportal für die private Krankenversicherung. Mit Infos zu Vor- und Nachteilen, den verschiedenen Arten und Angeboten, dem Leistungsumfang und vielem mehr. Finden Sie jetzt Ihren passenden PKV-Tarif unter pkv-tarif.info. Wellness Heaven. Finden Sie Wellness-Hotels, die von Wellness Heaven Hoteltestern in 5 Kategorien bewertet werden. Finden Sie das ideale Wellness-Hotel für Ihre Bedürfnisse mit der individuellen Hotelsuche unter wellnessheaven.de. Eines der Lieblingsreiseziele der Deutschen ist die Türkei. Dazu gehört auch ein Besuch in Istanbul. Die Stadt, die aufgrund ihrer geografischen Lage im Mittelpunkt der alten Welt liegt, ist durch ihre historischen Monumente und ihre Schönheit als eine bedeutende Metropole bekannt. Istanbul fasziniert mit einer Mischung aus europäischer Großstadt und orientalischem Märchen. Ein einziger Rausch für die Sinne. Istanbul, auf 7 Hügeln gebaut, von mindestens 12 Millionen Menschen bevölkert. 24 Stunden Pulsrasen. Istanbul hält unglaublich viele unterschiedliche Eindrücke bereit. Istanbul ist jung, über 60% der Bewohner sind unter 30. Und Istanbul ist alt, 3000 Jahre, eine der ältesten Städte der Welt. Istanbul macht es einem nicht leicht, sich zurechtzufinden. Viele Zentren gibt es hier und eine Menge quirliger Viertel. Verschaffen Sie sich am besten einen Überblick vom Galata-Turm aus. Von hier aus liegt Ihnen die Stadt zu Füßen. Sie überblicken den Bosporus. Alles, was ein Blick braucht.
Wer in Istanbul ist, darf nicht versäumen, das Bazarviertel zu erkunden. Der Stadtteil ist ein Spiegel der Stadt selbst, vielfältig und hektisch, atemberaubend schön und chaotisch zugleich. Der größte Markt der Welt und Himmel auf Erden für jeden Shopper. 3000 Firmen, 4400 Läden in 64 Straßen. Hier ist Handel nicht nur erlaubt, es ist ein Muss. Das historische Zentrum Istanbuls erkennen Sie an der ehemaligen Kathedrale Hagia Sophia. In unmittelbarer Nachbarschaft wetteifern unzählige Paläste und Moscheen um einen Besuch. Die blaue Moschee ist eines der Wahrzeichen Istanbuls und das mit Recht. Denn die Größe und Architektur dieser Moschee werden Ihnen den Atem rauben. In der Bauweise vereinen sich osmanischer Stil und byzantinischer Kirchenbau. Die fantastische Kuppel, die riesigen Leuchter und die 260 zum Teil bunten Fenster. Nehmen Sie sich etwas Zeit für den Besuch hier. Es gibt so viele Details zu erfassen. Zurück auf den Straßen Istanbuls. Hier wartet ein 300 Jahre alter Hammam, ein türkisches Bad, auf Sie. Kaiser Wilhelm II. Konnte hier, wie so mancher Sultan auch, nichts anderes als schwitzen. Franz Liszt, Tony Curtis und viele andere berühmte Persönlichkeiten wurden ebenfalls in so würdiger Atmosphäre durchgemangelt. Und das ist wörtlich gemeint. Die Herren Masseure sind hier alles andere als zimperlich. Auch Frauen werden übrigens in getrennten Räumlichkeiten behandelt. Unvergesslich und sehr erholsam nach einem Tag in dieser chaotischen und gleichsam wunderbaren Stadt, wo Orient und Okzident aufeinandertreffen. Liebe Zuschauer, wir sind leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Sendung. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, hier noch ein Hinweis. Alle vorgestellten Reisetipps können Sie natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.wellnessheaven.de buchen. Und natürlich finden Sie da auch weitere attraktive Reiseziele. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.